Einen wundervollen guten Abend. Hier ist Mr. Warren. Und hier ist sein Minecraft-Häuschen. Und hier ist ein Creeper explodiert in einer Off-Screen-Phase. Habe ich hier wieder notdürftig zusammengebastelt, aber der Boden ist natürlich noch nicht repariert. Aber kommen wir zu einem ernsteren Thema. Ich habe vor, dieses Projekt hier nach seiner so langen Laufzeit, ne? Man muss ja auch immer sehen, man darf auch Projekte nicht so lang laufen lassen. Versteht ihr das? Also nach diesen ganzen 2 Folgen habe ich mir gedacht, ich brauche mal einen Tapetenwechsel, ich brauche mal was Neues. Und deshalb schließe ich dieses Projekt hier ab. Ich werde diese Welt behalten, falls meine neue Idee irgendwie ja keinen interessiert, beziehungsweise keinen Anklang findet. Dann werde ich hier vielleicht weitermachen, wenn ich lustig bin. Aber fürs Erste will ich eine kleine Veränderung herbeiführen. Und zwar, ich habe folgende Idee. Passt auf, Leute. Schaut mal, ist krasses gewachsen. Kühl, oder? Ach, was mache ich hier eigentlich? Okay. Also, pass auf, Lahm. Ich habe mal folgendes ausgedacht. Guck mal. Wir haben hier so einen Server, einen Minecraft-Server. Und momentan wird er sehr wenig benutzt. Zu den Community-Abenden wird er momentan auch eigentlich gar nicht verwendet, die letzten Freitage. Und ich würde mir gerne eine Stadt aufbauen, und zwar mit Let's Playern. Da können sich Let's Player melden, die, sage ich mal, in unserem Abonnentenbereich sind. Sage ich mal 500 Abos plus minus 100. Also minus 100 plus ist egal, das kann unendlich hoch sein. Also wenn Gronkh mitmachen will, kann er natürlich das gerne tun. Es geht darum, es ist einfach ein freier Server, ohne Regeln, ohne gar nichts. Jeder kann bauen, machen, was er will. Ich habe mir das folgendermaßen vorgestellt, man sucht sich irgendwie ein schönes Areal aus und es gibt natürlich kleine Regelchen, dass man jetzt nicht unbedingt den Inhalt eines Hauses von seinem Freund irgendwie mit TNT befüllt und so Sachen. Einfach ganz normales Bauen und Aufnehmen und jeder kann online kommen, wie er will, also es müssen nicht alle auf einmal der ganze Klumpen irgendwie zusammen aufnehmen, dass man zu 10 im Teamspeak hockt und hey, willkommen und 10 labern rein, während man gerade spricht. Sondern jeder kann es getrennt voneinander aufnehmen, zum Beispiel Killer und ich und dann der und jenes und Gronkh und Saraza zum Beispiel. Und jeder lädt es auf seinem Kanal hoch, natürlich wird in der Videobeschreibung und überall alles verlinkt und ich habe mir gedacht, vielleicht, ich bin mir noch nicht ganz bestimmt von der Anzahl her, wie viel wir da machen wollen, aber ich sage jetzt einfach mal 8 Let's Player. Wir suchen 8 Let's Player, die in unserem Abonnentenbereich sind und ich bitte nicht falsch verstehen an alle Leute, die in unserem Netzwerk sind und halt diese Abonnentenzahl nicht haben, die will ich auch nicht in diesem Projekt dabei haben, weil Es hat eine plausible Erklärung. Wir haben uns, seit unserem YouTube-Dasein, haben wir uns sehr, sehr viel mit kleineren YouTubern beschäftigt, beziehungsweise haben versucht, sie zu supporten, Promos gemacht und Community-Abend in Aufnahmesessions mit dabei gehabt. Ganz früh hatten wir die Gaststar-Aktion und so, wo halt Gäste bei uns ein, zwei Völkchen mitmachen konnten und so pipapo. Auch Leute mit, was weiß ich, 20 Abos, das war komplett egal. Und jetzt haben wir mittlerweile über 1200 Videos hochgeladen und sind sehr fleißig und laden immer noch hoch und versuchen immer noch Dinge zu verbessern und kommen nicht so wirklich voran. Und jetzt würden wir auch gerne mal nach uns selbst schauen. Also ich denke mal, das würde jeder verstehen von euch, dass wir das jetzt sagen. Und deshalb, ihr könnt euch gerne bewerben, falls es jemand sieht oder falls ihr als Zuschauer jemanden kennt in einem höheren Abonnentenbereich und vielleicht könnt ihr ihn mal drauf anstupsen oder sowas. Ansonsten werde ich halt ein paar Leute anfragen, ob die auf sowas Lust hätten. Und ja, das wird jetzt vielleicht 2-3 Wochen dauern, bis ich halt dieses Team irgendwie zusammengeschustert habe aus diesen Let's Playern. Und das Gute ist, das bringt uns dann wirklich auch einen Support. Und wenn wir einen größeren Einfluss haben auf YouTube, sag ich mal, wir steigen jetzt auch von 500 auf 1000 Abonnenten, so als kleines Beispiel, dann bringt euch das als Netzwerkmitgliedern natürlich dann auch was. Wenn wir einflussreicher sind, dann habt ihr auch mehr davon, ne? Und das ist eigentlich eine schöne Sache. Und ja, gibt es da noch was zu sagen? Ich glaube nicht.
Gut, ich werde diese Welt hier übrigens nicht löschen. Also falls irgendwie, keine Ahnung, falls mich irgendwas packt und ich will hier weitermachen, keine Ahnung, oder ich denke, das Gras wächst hier so schön, dass ich es wieder pflücken möchte, dann habe ich die Welt noch im Hosensack, falls ich da weitermachen will. Und ja, gut, okay. Ich will das jetzt hier nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir die Folge und ihr könnt gerne als Kommentar eure Meinung dazu äußern. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.